Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Magic Duels. Also ich hoffe, dass der Ton ein bisschen besser ist. Ich habe beim letzten Mal gemerkt, also jetzt beim Reinhören, dass der Ton scheiße ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Müsste jetzt mal mit leben. Und ich auch, leider. So, wir versuchen immer noch hier das Yozo, den Verfluchten, zu besiegen. Was echt schwer ist, finde ich. So, wir behalten das mal. War zwar nur ein Land, aber wir haben zwei Karten, die wir damit spielen können. Hoffen, dass wir Länder nachziehen. Wir können damit halt diese verfluchten Flieger von ihm auch töten. Ja, da ist das zweite Land. Perfekt. Dann verschaffen wir uns vielleicht gleich auch mal einen Kartenvorteil. Zweite Mana für ihn. Da kommt der Flieger direkt schon. Aber mit dem können wir jetzt ein bisschen umgehen. Das ist ein schlurfender Ghoul. Greifen wir erstmal mit allem an. Zwei Schaden für den Gegner. Schauen wir mal, was er mal seinem Zug macht. Er greift an. Das kontern wir doch direkt mal, indem wir den töten. Zwei Karten ziehen. Sehr gut, es war ein Land dabei. Kein Schaden für uns also. So. Wir greifen erstmal an. Ein Schaden ist ein Schaden ist ein Schaden. Das kommt da. Zwei Schaden für den für die Katze. Okay. Dadurch verliert er eine extra Karte, was ich ganz gut finde. Erstmal was ab. Ein Land schmeißt er ab, okay. Und dann spielen wir, weil eh nichts jetzt kommt aus seiner Seite, eine Aaskrähe. Die kommt ja getappt ins Spiel. Die kann schön Flieger blocken. Viertes Mana bei ihm. Zwei Schaden für uns, zwei Lebenspunkte für ihn. Das bringt ihn natürlich jetzt wieder hoch. Ah, ich hasse diese Karte. So. Wir greifen ihn an. Weil wir müssen aggressiv sein. Und spielen spielen einen schluffenden Ghoul raus, der den nachher blocken kann. Und kommt noch ein schluffenden Ghoul. War direkt 2. Noch ist das Leben der Lebenspunkteunterschied nicht so krass, aber dadurch, dass er ständig Karten spielen kann, die uns Lebenspunkte abziehen und sich selber Lebenspunkte dazu gewinnen lassen, ist das natürlich hart. 3-2er Vampir. Ja, sehr schön, noch einen schlurfenden Goblin. Wir greifen mit allem an, was wir haben. Wir müssen Schaden machen. Gesessen. So, dann spielen wir einen schlurfenden Goblin. Und noch eine Aaskrähe. Können halt nur einen blocken, wahrscheinlich den stärkeren halt, aber der stirbt dann halt auch.
Ja, wieder zwei Lebenspunkte weg von uns und zwei für ihn. Das ist halt sehr stark. Greift nicht an. Sehr interessant. So, wir aber im Gegenzug greifen mit allem an, was wir haben. Wir müssen aggressiv sein. Das haben wir gelernt aus den letzten Matches. So, was haben wir denn hier? Ja, einer davon stirbt. So, dann spielen wir raus wieder einen schlurfenden Goblin. Und eine Aaskrähe. Jetzt haben wir schon drei Flieger draußen, das ist ganz gut. Er greift uns an. Das blocken wir natürlich. Und weg mit dem komischen Typi. Der da direkt, das kommt die dritte Kopie davon ins Spiel. Damit wir jetzt 12 zu 12 sind. Da kommt eine Katze. Nicht schlecht. Weiter. Wir greifen wieder mit allem an, was wir haben. 7 Schaden, wenn er alles durchlässt. Er blockt den Goblin, was auch seine Kreatur tötet. Dann spielen wir noch die Katze raus. Sieht diesmal nicht so schlecht aus für uns. Da kommt der 5-3er. So, ein schlurfender Goblin ist jetzt nicht die schlechteste Sache. Wir gehen in den Angriffsstep. Und haben gewonnen, weil er keinen Flieger blocken kann. Puh, hat lange gedauert. Münzen für uns. Die dunkle Magie, die du studiert hast, rettet dich vor Yosu, aber seine Begegnung mit dem Tod wirft einen dunklen Schatten auf dich und du fühlst, wie sich die Welt um dich herum auflöst. Gerade eben warst du noch in Ruinen des Wes-Anwesens, doch im nächsten Moment stehst du auf einem unbekannten Friedhof auf einer fremden Welt. Du erfährst, dass diese Welt Innistrad heißt. Hier verschreibst du dich der dunklen Kunst der Nekromantie, um dem Tod zu entfliehen, der um Haaresbreite dein Leben gefordert hätte. Du strotzt vor neuer Macht und triffst auf den Unterschlupf einer Einsiedlerhexe, eine ideale Gelegenheit, dein Können zu testen. Warum? Ich verstehe es nicht, aber gut. Was hat uns die arme Einsiedlerhexe getan? Gut. Kartenhand behalten wir. Die Hexe fängt an. Spielt natürlich grün. Wir kontern das mit einem schlurfenden Goblin. Habe ich das eben jetzt auch nicht mitgekriegt oder so? Wurde unser Deck nicht aufgewertet? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ne? Und, ich würde schon noch gerne ein paar geilere Karten hier drin haben. So, der ist aufpumpbar hier für 3 Mana. Allerdings nur einmal. Jo. Ich würde sagen, wir greifen ihn einfach mal an. Und schauen mal, ob er blockt. Und spielen
eine Katze aus. Er greift uns tatsächlich an. Das werden wir natürlich blocken und ihm eine Karte aus der Hand rausreißen. Weg damit. Was hast du denn da? Oh ja, sehr schön. Hier. Ziemlich fiese Karte. Das ist nicht sogar eine Hexerei. Also wenn ich er gewesen wäre, hätte ich das zuerst gespielt, die Kreatur getötet, hätte angegriffen. Dann wäre es auf jeden Fall durchgekommen. Wir spielen den schlurfenden Ghoul. Wir müssen den Goblin leider zurückbehalten. So, wenn wir ihn jetzt blocken, würde er sterben. Er kann ihn zwar aufpumpen, verliert dann dadurch aber die Gelegenheit, noch irgendwas anderes diese Runde zu spielen, das mir eigentlich auch ganz recht ist. Er macht das auch. Ist okay for me. So, können wir uns noch was weiter... Wir können uns den schlurfenden Goblin wiederholen. Oder wir können zwei schlurfende Ghule spielen. Ich glaube, ich bin dafür, dass wir mehr schlurfende Ghule brauchen. So, er kann aufpumpen, um einen 4-4er herzustellen. Nö, wir lassen den schlurfenden Ghoul mal als Blocker zurück. Gegner kann gern noch eine Runde opfern, aber macht er nicht. So, uns fehlt jetzt das fünfte Mana. Bisschen dämlich. So, wir spielen in den Totengräber raus. Rufen uns den schlurfenden Goblin wieder. Auf die Hand. Greifen mit allem an, was wir haben. Einen kann er blocken gerne. Und pumpt er ihn auf. Er pumpt ihn auf. Dadurch stirbt unser. Aber wir machen ihm mal 4 Schaden. Und das ist das Wichtige an diesem Spiel. Momentan haben wir noch nicht gesehen, dass er irgendwie sich Lebenspunkte dazu holen kann. Das ist eine zweite Kreatur bei ihm. Das heißt, er kann diese Runde nicht pumpen. Das ist gut. Das ist unser fünftes Mana. Wir zerstören ihm eine seiner Kreaturen und holen uns den schlurfenden Ghoul wieder. Und greifen ihn dann an mit diesen beiden Kreaturen. Oh, ein Riesenwuchs. Okay, haben wir eben eine Karte aus der Hand gezogen. Auch gut. Karte gegen Karte ist okay. 2 Schaden für den Gegner ist okay. Noch ist alles völlig im grünen Bereich. Wir zerstören jetzt diese Kreatur und holen uns den schlurfenden Ghoul wieder. Gehen wir in den Kampfstep über und werden ihm nochmal 4 Schaden reindrücken. Da kann er jetzt nichts gegen machen, aber gut, er hat auch echt wenig Mana. Das ist ein bisschen Uphill-Fight für den Gegner. Nächste Runde kommen 2 weitere schlurfende Ghule dazu. Aber ich glaube, das Match haben wir gewonnen. Kann jetzt so groß nichts mehr kommen. So, nächste Runde
müsste der Gegner hin sein. Wir haben 5 Kreaturen draußen. Man muss alle 5 töten. Ja, fast alle 5 töten. Der wird's nicht machen alleine. Nope, wir haben gewonnen. Ein Nebel oder sowas könnte ich noch retten. Nebel ist eine Karte, die allen Kampfschaden verhindert, aber anscheinend hat man nicht. Und wir gewinnen gegen die Einsiedlerhexe. Yes, yes, ja. Das war einfacher als das erste Match, ehrlich gesagt. Aber gut, auch schlechtes Mana auf Gegnerseite. Assistent des Nekromagiers. Nias Kampagne in einem Duell 3 Kreaturen vom Friedhof auf die eigene Hand zurückgebracht. Ja, das ist ja nicht schwer mit dem Deck. Und hier oben ist irgendwie der Text abgeschnitten. Auch lustig. So. Ja, wir überleben die Einsiedlerhexe also wieder von den Toten, damit sie uns dient. Es kann keinen Zweifel an deinem Talent für Nekromantie geben, Nekromagie geben. Du bist mit deinen neuen Kräften sehr zufrieden und beschließt, dass die Zeit reif ist, nach Dominaria zurückzukehren und dich am Rabenmann zu rächen. Jawohl. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge erst. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss.